Oh je, ich habe da einen alten Volvo gefunden. Und der ist schon ziemlich verlassen. Und wahrscheinlich mehr so ein bisschen die Baugrube. Staub noch zu urteilen, steht da schon sehr ewig lang da. Das ist glaube ich ein 49er. Ja, war mal ein tolles Auto. Also ich finde es immer noch schön. Sind sehr praktisch, auch mit der Stoßstange, die noch richtig stabil ist, mit hartem Kunststoff. Und die Farbe, das Weinrot, das damals total in Mode war, ist cool. Ja, ist Automatik, innen durch Teil Leder, ziemlich verbaut. Nicht davon eingeschlagen. Ja, das gibt hier in der Schweiz eine extrem hohe Investition. Ich denke, es ist ein 850er. Ein 940er. Ich mir vorstellen. Aber die sind richtig unverwüstliche Panzer. Auch Ersatzteile hat man eigentlich immer noch bekommen für diese Autos, relativ zahlbar. Und angenehm zum Fahren. Einzig, was mich mit den Autos stört zum Fahren, ist, wenn du lange Beine hast, dann spürst du das mit dem Knie da auf der, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, aber das Knie ist einfach mit langem Fahren ein bisschen unbequem. Da machen wir ja dann immer ein Kissen dazwischen, dass es bequemer ist zu fahren.